Und weiter geht's mit White Knight Chronicles. Ja. Nach der Cutscene. Mal gucken, ob uns wirklich aufgelauert wird hier noch. Magie-Sperrkämpfer. Drei noch. Jetzt nicht alle auf mich, ihr habt da noch andere. Das ist nicht gut hier, was ich hier mache. Ach, geht doch. Schwertkämpfer. Aufstieg! Wollte mich gerade heilen. Ja. Links. Rechts. Links. Wow. Rechts, Aufstieg wollten wir machen. Auf Stufe 10 sind wir aufgestiegen. Wow. So. Gucken wir nochmal, was wir hier haben. Flächending hatten wir jetzt. Nehmen wir das Schild von jedem. Oh ne, Gletscherhorn. Doch, das haben wir. Ich hab gerade mal geguckt. Schild. Windschild. Noch ein Erdschild. Erdschild. Ja. Wir unten noch was Schönes. MP. Oh, und Int. Intelligenz und Agilität. Ja, das wäre nicht schlecht. Das können wir im Moment nicht. Dann gucken wir nochmal hier. Bei der göttlichen Magie. Ob sie irgendwas für einen Punkt hat. Stärken. Stärken hört sich besser an, glaube ich. Für die Endgegner-Passagen. Könnte man nochmal Stärken nehmen. Erhöht die Abwehr eines Verbündeten. Ja. Ist doch nicht schlecht. Ach, Ausrüsten machen wir gleich. Das ist vielleicht ein bisschen langweiliger Part. TP nochmal. Sonst hatten wir hier nichts. Sperrmeister 4. Naja, blöd. Gehen wir weiter von oben nach unten. Einhornangriff. Und der Luftfeger. Ich werde vielleicht auch demnächst ein Combo machen. Ja, mal gucken. Dann wird das jetzt ein langweiliger Part. Dann wird jetzt die Kampfeinstellungen gemacht. Befehle bearbeiten. Hm. Ah, blöd. So, Trainer, Schlitzer, Kreuzschere, Lanzen. Hm. Nee, ich mache einfach jetzt ein Combo. Ein Combo erstellen. Mit Speerfertigkeiten. Wir fangen an mit einer Lanze. Dann machen wir den Lift. Den Luftfeger. Ach, schade. Ich habe noch keinen zu Bodenschlag. Das ist... Ja, dann... Warte, vielleicht können wir noch zwei... Nee, zwei zurück. Dann machen wir erst noch den... welchen machen wir denn? Den Kreuzstecher. Dann machen wir den Lift. Dann den Luftfeger. Das soll eine richtig große Kombo sein. Installieren. So. Julie. Befehlsliste bearbeiten. Ja, hier nutze ich gerne mal auch mehrere Reihen. Damit sie jetzt auch mal andere Sachen kann. Hier sind die Standardzauber. In zwei werde ich jetzt die stärkeren setzen. So. Die Schilde eher nicht. So. Und noch Verstärkungszauber. So. Die Flächenzauber knall ich jetzt mal hier rein. Das ist jetzt überwiegend nur für mich. Wie gesagt, Julie kann alle Fertigkeiten jederzeit benutzen. Sie braucht mich dafür nicht. Das ist nur, falls ich Julie mal selber spielen werde. Ja. Dass man da mal drauf zugreifen kann. Leonard werde ich eh nur in Rittergestalt spielen. Deswegen werde ich
mache ich es da jetzt nicht groß. Aber es hat ja auch nicht so lange gedauert, wie ich gerade sehe. Axt. Mindert und verfehlt. Oh, da kommen immer mehr. Ach, egal. Kein Problem. Zack. Ja, den haben wir doch. Waren es nur noch zwei. Ach, warum die auch immer so knapp überleben müssen. So. Das war der letzte Block mit dem Stab auf dem Kopf. So. Ja, das wäre der Rundweg. Gehen wir weiter. Ein Speicherpunkt. Ich glaube, es wird gleich ernst hier. Den nutzen wir. Also zum Heilen. Speichern nicht. Ich hoffe, es wird nicht so schwer. Aber da hinten ist eine Truhe. Vier Gegner. Naja. Muss man hinnehmen. Mal für eine Truhe. Dann kann ich eigentlich Julie langsam umstellen, damit sie mal auf Magie geht wieder. Hat ja relativ viel Magie langsam. So. Und der letzte ist auch weg. So. Was haben wir hier? Erdscherbe. Naja, blöd. So. Julie umstellen. Kampfeinstellung. Julie. Strategie ändern. Automatisch. Eldor hat schon 10 Punkte. Das sieht doch aus wie der Ausgang. I see the exit. Oh. Und mir wird aufgelauert, wie sie es wollten. It's him. So we meet again. You scum. Give us back the princess. Oh, I'm afraid not. On the contrary, I believe you have something for me. The Knight's Ark belongs to us. A worthless thing like you has no right to claim it. Hand it over, boy. Now. Not until you release Princess Cisna. You seem to have mistaken this for some kind of negotiation. Keine Verhandlung. Enough talk. We'll settle this with our blades. Tag. Ich will nicht Eldor im Team haben, das verstehen die aber nie. So. Nee, ich will auch nicht mit uns kämpfen. Oh, oh. Das ist ja nicht witzig, was der mir hier. Ja, das war die Kombo. Sieht doch super aus, oder? Einnehmen. Wenn die in die Luft schlägt. Das heißt, könnte danach noch einen nach unten Schlag-Kombo machen. Das gibt dann so eine Abrunde. Oh, Eldor kämpft doch mal mit. Warum hab ich eigentlich nie so einen coolen, der gegen alle gewinnt? Zwei Leute schlagen hin und der blockt den. Das würde ich auch können. It's time to bring this absurdity to a close. Oh, Delivis, deliverer of dark and dread, ruler of ancient shadows, grant me your power. Was macht er jetzt? Schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus.
der sieht auch noch cooler aus. Es ist Villain and Knight too. What do we do? The Black Knight. Otherwise known as Ebon Wings in the Dawn. Hat der Bösewicht einen cooleren hier Ritter als ich? Und den cooleren Ritter muss ich auch noch verprügeln. Aber das erst im nächsten Part. Ciao.